In einem Hof sah ich ein Klavier, unter Dach, im Freien. Wunderschön gefertigt, edle Tasten, kunstvoll gearbeitete Intarsien. Früher muss damit jemand eine richtige Freude gehabt und gern damit gespielt haben. Oder jemand wollte Klavier lernen, hat aber den Punkt, ab dem das Spielen nicht nur Mühe, sondern auch Freude bereitet hätte, nicht erreicht. Deckel zu. Jetzt steht es in einer Ecke, verstaubt, ein wenig verwittert, eigentlich nur mehr zur Dekoration. Es ist noch da, aber man spielt nicht mehr drauf. Schade drum. Welch Möglichkeiten, die nicht mehr genutzt werden. Was ist dein unbespieltes Klavier, das in einer Ecke deines Lebens steht? Sind es nicht mehr gepflegte Freundschaften? Sind das Teile deiner Familie? Sind das ungenützte Talente? Ist das deine Spiritualität? Der Advent, die Vorweihnachtszeit. Zeit, Saiten im Klavier deines Lebens wieder zum Klingen zu bringen?